mit mir gesprochen gehabt? Oder? Wie im Kino. Nee, fehlt nur noch das Popcorn. Das ist ja gar nicht der Parkplatz. Ups. Jetzt kriegst du die Kiste doch nicht mehr runter, oder was? Philipp, musst du mal drauf schießen. Hat er jetzt abgeschlossen? Ja. Oh, schade. Ja, dass man nicht so ein C4 oder so hinlegen kann. Bam! Wo ist denn hier der Freund und Helfer? Ja, alle ausgelockt. Wenn man sie mal braucht. Ja? Schon alle ausgelockt. Guck mal, da ist er wieder. Da ist er wieder. Wo? Ah. Da, guck doch da. Ja, das ist keine gute Angabe. Hören Sie mal, Sie parken ja hier ein wie eine Frau, ne? Und Rostflecken haben sie auch ganz schön viel auf dem Auto. Ich würde da mal mit in die Werkstatt fahren. Dafür habe ich Hydraulik. Was haben Sie? Hä? Was haben Sie? Hydraulik habe ich. Sehen Sie das? Spazier, ey. Ich habe einen funktionierenden Kofferraum, der zubleibt. Nicht wie Ihre. Ich glaube, ich weiß, was sie machen. Mit vollem Karacho da rein. Da kommen sie, die Bullen! Da kommen sie! Alter Schwede. Er hat's gepackt. Hey, Applaus! Oh oh. Dass er mich umfährt. Oh, oh. Ich hab Angst, dass er mich umfährt. Komm, fahr vorwärts. Fahr vorwärts. Komm, tu es. Tu es. Fahr vorwärts. Komm, tu es. Tu es, du willst es. Du willst es. Tu es. Komm schon. Tu es. Komm, tu es. Los. Und yay. Jetzt aussteigen. So, und jetzt mal die Klamotten ausziehen. Sehr schön. Wie eine Eins. Das aussieht, wenn du da einmal einsteigst. Und das Auto ist noch ganz, ey. Wie krass ist das denn? Was ist das für ein Auto? Ein Superman oder was? Gerade ein bisschen Angst. Oh ja, ich speichere mal meine Daten wieder. Daten speichern. Ja, er kommt wieder angefahren. Check mich hier. Boom. Warte nur, bis er explodiert. Boah, hast gesehen, der hat mich fast überfahren, der Wichser. Alter Schwede. Spannend, das meine. Geh mal hier in den Supermarkt. Versteck mich hinter der Glasscheibe. Ja, fährt den auf die Glasscheibe ein, warte ab. Ja. Ist wie bei einer Stuntshow. Doch, der fährt auf mich zu, ja. Nein. Alle warten, bis er explodiert. Ja, darauf war ich auch schon die ganze Zeit. Ich hab echt Angst, dass sie mich überfährt, ne? Auch immer so ein Glück mit so Vollidioten. Ja, das stimmt. Bam! Oh. Wo, Polizei? Ich seh den Heli gar nicht. Der ist doch da oben. Oh, da, ja. Oha, was macht denn jetzt? Okay, Anlauf und? Supermarkt rein, oder? Oh. Alter, ich hab den kleinen Finger immer schön auf dem Tisch. Das macht jetzt $5 für die Stuntshow. Ich hab leider kein Bargeld dabei, tut mir leid. Schreib's auf den Bierdeckel. Happy to
haben Sie nicht eine Pillemann-Tantasche noch in etwa 5 Dollar für mich? Ein Pillemann? Ich bin hier bettelarm und möchte hier ein Stuntshow abliefern. Pillemann! Was für ein Stuntshow? War noch nicht mal eine Explosion. Ich sag gar nichts. Ja, das mit der Explosion, das war eine ganz, ganz böse Sache, die ist leider schief gegangen. Ja, gut. Armes Bornholm hier, keine andere Spende übrig. Richtig, ja, du sagst es, armes Bornholm, armes, wir sind alle, nämlich alle arm, bettelarm. Die Waffe ist auch noch aus Plastik. Selbst gedruckt mit 3D-Drucker. Ja, genau. So. Naja, oh, da kommt er wieder. Ich hab echt Schiss, dass er einfach mal ja, oh, in die Menge reinfährt. Weißt du? In die Menge reinfährt. Kann ich das Glas hier kaputt schießen, wenn das geht? Soll ich es mal ausprobieren? Nein. Na, nachher verpfeift mich hier noch der Ober. Richtig. Überdos, Querdos, so. Querdos, so. So, meine Leute, ja, hier zum Server-Restart gebe ich mal einen aus, ne? Hier, jeder darf sich mal einen Pfirsich-Schnaps nehmen. Apfelschnaps meine ich. Das ist ja super. Danke dir, sehr großzügig. Prost, mein Jungs. Ja, danke, Prost. Ups, 0,6 Promille. Aber denk dran, ne? Jetzt kein Auto mehr fahren. Mehr! Mehr! Na komm, ich guck mal, ob's noch für eine Runde langt. Apfelschnaps. Hier mal kaufen. Okay. Er findet mich nie! Hinter der Glastür. Warte. Du bist doch was erst dann. Auf, eine Runde geht noch. Ganz schnell, eine Runde geht noch. Es dreht sich alles. Oh mein Gott, wie krass ist das denn? Du bist so dicht wie zwei russische Seemänner auf Landgang. Fühlt sich wohl aber. Ich hab noch einen. Lallst wie bekloppt. Ich hab einen geklaut. Komm, trink mal noch einen. Wo ist denn der? Ich hab 1,8 Promille. Alter Schwede, wie sich alles dreht und. Aber ich setz mich mal. Oh, wir auch gar nicht noch schwummerig im Kopf. Oh, toll, der andere ist schon gelieft. Oh mein Gott. Lass mich rein. Hilfe. Oh mein Gott, er fährt. Ich hab Angst. Was ist jetzt los? Ja, der andere ist wieder da mit seiner Stuntshow. Too high. Oh mein Gott, jetzt ist das Auto kaputt bei dem. Ich kann mich nicht bewegen. Ah. Es ist ja voll. Das stimmt nicht, bei mir wackelt alles, bei mir rodelt alles. Ja, das ist wahrscheinlich durch den Schnaps, oder? Ich sehe nicht, alles verschwommen und es wackelt wie beim Erdbeben. Okay, krass. Ja, du hast dich ich zu. Vielleicht Ausnüchterungsprozess oder so. 1,7 Promille. Wo siehst du das? Oben rechts. Im Infofenster. Bei mir ist nix. Ah, jetzt geht's wieder. Okay. Mal wieder aus. Ach so, warte mal, wenn ich rolle. Ah! Glaube ich, wenn ich mich rolle. Ah, guck mal. Oh. Server Restart. Ja, Pillow wurde eben hier beim ADAC eingesperrt. Oder im ADAC-Auto, besser gesagt. Der ADAC-Typ hat es anscheinend nicht mitbekommen. Und hat das Auto zugemacht und ist jetzt weggelaufen. Und jetzt sitzt Pillow im zugeschlossenen ADAC-Auto und kann halt nicht raus. Wink mal. Hallo. Ich kann nichts machen. Wie geil, ey. Hilfe! Oh, sorry. Hilfe! Du bist noch im. Hilfe! Im Design-Channel. Nee, ich bin bei mir raus. Musst im Direkt-Channel, gell? Aus welchem. Hier, aus welchem Laster? Ja. Will mich verarschen? Wie geil ist das denn ohne Mist? Das ist der absolute Hammer.
Hast du ein Brecheisen? Wir müssen mal einen Kollegen hier rausholen. Der wurde hier eingesperrt. ADAC verschleppen Leute. Ah, da kommt der Retter. Danke. Ich musste schon ganz dringend auf Toilette. Die Tür war offen. Also kein Grund, ins Auto einzusteigen. Der wollte, der als kleines Kind. Als kleines Kind hat er immer so Autos geliebt und er wollte einfach mal von innen sehen. Wollte nur ganz kurz reinsteigen und gucken, wie das aussieht, ja. Und in dem Moment haben sie direkt abgeschlossen. Das war ein unglücklicher Zufall. Ja, weil ich zum Einsatz muss, deswegen. Ach so, okay. Alles klar, machen wir. Ja, gleichfalls. Was machen Sie in meinem Auto? Wichsen! Ich habe gewichst!